Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel Röllp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge sind wir im Ödland rumgegammelt, haben Rexford Station, Roxbury Station, genau, Rexford ist sein Hotel, betreten, wo wir eigentlich zu einem anderen Ort hier hingehen wollten, und zwar den, ja. Ja, was soll's. Wir sind jetzt hier eingegangen, haben Supermutanten getroffen und, ach Gott. Legendärer Kriegsherr, ach du Kacke. Jetzt sind wir hier vor diesen, ach du Kacke. Gegner, der voll viel aushält. Mann, hält der viel aus, ey. Das ist ja nicht zu fassen. Ja, das wird hier nicht so. Das wird nicht schön. Noch einmal den hier, bitte. Deswegen ist Pigments Klinge geil. Mit den dauerhaften Schaden. Oder? Ah, das ist direkt. Ja, du machst das schon da, ne? Ein großer, dicker Knopf, was macht der wohl? Keine Ahnung. Habt ihr noch nicht hier rein, Mann? Oh, ich bin ja immer noch fast tot. Ja, guck mal. Wie viel Schaden das Teil jetzt macht. So gut wie nix, geil. Bang. 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 Peter, bang. Oh Gott. Bang. 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 Oh meine Güte. Bang. 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 Oh Gott. Wir haben es dem Pack reingepackt, nee, ne? Also erstmal jede Tür ja als Sicherheit nehmen. Was? Ah ja, offen ja, was zum Teufel? Was? Da ist eine Bahn vorbeigefahren. Ich den damit überfahren können? Das wäre irgendwie geil gewesen. Jetzt mit der Matrix, das kommt dann später wieder raus. Perfekt. 25% mehr Schaden, geil. Oh, ich bin schon wieder voll. Hey, was willst du? Nehmen wir ein paar Sachen von mir. Stück. Hier ich eine Minigun oder so noch? Ja. So, und hier haben wir eine funktionierende Bahn. Okay. Also mal Knorke. Okay. Warte, was du immer denkst, ne? Wir sind hier, um zu denken. Oh, der geht nicht mehr. Einfach aus Reflex. So näher. Riecht schon wieder nach Rätsel irgendwie. Ja, so funktionieren tut das Teil eigentlich nicht, ne? Wir haben nur so ein Ding in ihr fahren, so wie das aussieht.
Okay. Jetzt sein. Nein. Und in der Mitte, links oder rechts? Wenn ich das mitbekomme. Jetzt bin ich in der Mitte. Ja, das Ding ist noch intakt. Nein, nicht im Brustkorb. Okay, jetzt weiter. Okay. Ach so, das ist wieder für die andere Seite, ja, okay. Okay. Sehe schon. Hallo. Nett. Was knacken ist dauerhaft einfacher, als ob es nicht jetzt schon einfach genug war. Dann lasst mich noch mal, außer wenn ja nichts mehr ist. Aber sehen wir einfach, was geworden ist. Pff. Mit einmal so eine Drehung machen und dann ist das Schloss offen. So muss das aussehen. Ja. Einfach hier gehen ja noch schneller jetzt kaputt. Das wär's. Guckst du denn bitte schon her? Cool. Terminal Wartung. Okay. Ah. Geschafft. Ha. So. Was da was? Nö. Warum auch? Eine Sicherung, Platz gleich eine Sicherung. Technisches Dokument für Geld. Kronkorken meine ich natürlich. Es gibt kein Geld. Es gibt nur Kronkorken. So. Sie haben sich erfolgreich verteidigt. Ja, ich bin so stolz auf euch. Jetzt geht mir nicht mehr auf den Nerven. Ja, ich muss mal kurz zurück. So, Ding ist halt jetzt. Ja, toll, jetzt komme ich da nicht mehr zurück. Ich habe nur eine Tür hier. Ding hat nur eine Tür, ne? Eine, ja. Kann ich ihn von so aus leiden. Zeig mal die Karte. Ja, das sind so drei Dinge einmal. Was du da mittlere Teil machen? Ja, nix. Sieht so aus, als kann ich da hin. Arsch. Das ist was. Hi, was geht, na? Warum bist du auch schon wieder verdammt? Nichts für's. Oh. Immer noch stechen. Der Stecher, ich krieg das. Wir haben bescheuerter Helm auch nichts. Sieht echt bescheuert aus. Ich soll nicht zum ersten Mal, aber ich schlitze dich einfach mal auf.
und du bist tot. Bams. Jetzt möchte ich geschlagen werden, viel epischer gewesen. Jetzt so wie, weiß ich nicht, die Leute, die vor Explosionen sich nicht umdrehen, einfach nur davonlaufen, so ganz gechillt. Ich bin so cool, um die Explosion hinterher zu schauen. Aber wieder ein Kriegsherr, willst du mich eigentlich verarschen? Also mach ich das mal hier. Ja, das macht total Schaden. Ja, Teil macht Schaden. Alter, du bist auch, mein Gott. Geblieben, bleibst du face hier, ey. Toll, Laser hat über Plasma triumphiert oder was? Ich wollte ihn zum Schmelzen bringen. Der hat den zu Asche hier verwandelt. Gibt's doch nicht. Wie hab ich den Helm schon ab? Ich dachte, ich wäre ja am vollen geilen Ort, weil er irgendwie nicht so offensichtlich aussah. Wenn man hier hinkommt. Anscheinend nicht. Ha. Wenn ich überhaupt davon weggehe, die machen mir sowieso keinen Schaden. Jemand. Ich bin ja schon weitergegangen, als ich eigentlich sollte. Ne? Hallo. Ach, ja. Teslas macht. Nein. Der Böse geguckt. So, ha, sehr witzig. Blöder kleiner Mann. Blöder großer Mann. Also, das war ein Paladin so zu beleidigen. Ich stirb hier. Das bringt aber nichts gegen ihn, ne? Ja, er macht Schaden. Nein, ich werde nicht noch ein Stimpack einsetzen. Da kannst du vergessen, ey. So, oh mein Gott. Wie brutal. So. Oh mein Gott. Ich glaube, ich bin jetzt hier wieder am Anfang, wenn da so ein zugeketztes Ding, Ding ist. Ne? Wo sind hier mal Werkbänke in letzter Zeit? Ah, wer ist man mit der Wackelpuppe oder irgendwie sowas? Armschienen, keine Ahnung. Ah, mit, weiß nicht, ob ich die schon hab. Wenn wir da hier so nah nur so nah war ich von Gegnern entfernt, jetzt hier abgeschlossen wenigstens. Yay, ich glaube, da unten war Arbeit. Aber nicht, dass ich da alles erkundet habe. Aber also ihr schon richtig musste.
Und da auch irgendwie. Ich glaube, hier war schon richtig. Ja, ich glaube, hier ist schon Feierabend gewesen. Ja, gut, dann gehen wir mal raus und gehen in diesen anderen Ort hin, wo wir hin wollten. Soll ich auch super Mutanten sehen? Und warum kann ich manchmal nicht springen? Was soll er eigentlich? Ah, ey. Springt sogar Face. Weil vorhin konnte ich ja nicht. Alter. Ah, okay. Spring darüber. Alter. Alter. Gehst du jetzt darüber? Boah. Ich komme nicht mehr raus. Ja, und ich hier wieder raus, Mann. Hey. Hey, ich komme hier nicht mehr raus. Bist du mich hier raus? Ah, ey, ja. Mich hier aus. Alter, was soll denn das? Ich bin doch gerade genauso. Boah. Was ist das für eine Scheiße hier? Boah. Oh, ey. Junge. Ehrlich, Befester, solche Sachen gehen einfach nicht. Boah. Oh mein Gott. Hey. Solche Sachen gehen einfach nicht. Ich bin jetzt hier einfach und springe wie blöd. Hey. Meine Güte. Schon wieder nerviger als die ganzen Gegner, ja. Ich hab Gefühl. So, raus hier. Okay, an feststeckenden U-Bahn-Stationen festzustecken. Ist der Ausgang. Da kann sowieso nicht herein. Ich wollte eigentlich hier zur anderen Seite. Aber die Sachen haben mich hier hingeführt. Was auch immer für Sachen. Das waren. Gründe halt, bist schon Fallout. Das nukleare Fallout hat mich da reingeführt. Ich bin da rausgefallen. Fallout. Was steht ihr? Okay, weiter. Komm schon. So, dann wollte ich erkunden. Diesen Ort, den ich euch erkundet habe. Wenn ich dachte, ich hätte ihn erkundet. Suchen wir es jetzt nochmal. Fallons, Fallons, Kaufhaus Fallons. Guck mal, was da drin ist. Ich esse mal ein Skibble. Product Placement for the win. Dabei trinke ich noch eine deutsche Fanta und ein paar Pringles alles zur selben Zeit. Nein. Und ich habe 8 Erfahrungspunkte bekommen. Habe ich von den Sponsoren bekommen. Und ja, meine Güte. Erstmal was Neues. Kuchen, Kuchen. Und sah für einen Moment aus, als hätte ich das geschafft. Was war das? Oh, legendär. Alter, das war riesig hier. Das war riesig. Gipfel der Faulheit, meine Güte. Der hat Probleme, der Typ. Boah, war wieder ein legendärer, ey. Was ist das denn? Ich glaube, wir sind nicht allein. Ich glaube, du hast
wenn wir nur ohne deine weisen Worte hier tun, genau wie Goofy in Kingdom Hearts. Er sagt auch immer die weisesten Sachen. Da meine ich nicht mal einen Scherz. Da macht mir irgendwie Angst. Der weiß irgendwie immer, was zu tun ist und wie man sich zu benehmen hat und so. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, voll realitätsverdrehend. Das soll so nicht sein. Nee. Wieder eine Drogenbank. Warum sind jetzt immer so Bergstätte? Die viele waren aber nicht da, ne? So, also ein Anti-Supermutanten-Gewehr klingt jetzt doch nicht so schlecht. Wie verballere ich da immer direkt? Ich nehme auf bestimmte Feinde hier konzentriere, also alles auftauchen. Alter! Und dann warte ich, jetzt kriegst du auf die Phrase. Immer in den Schädel. Auch wenn ich nichts sehe. Hast du die Laserwaffe? Wo ist Dance der hier? Ich verwirrt. Ich will mal an, wie viele Schüsse ich brauche, um einen von den zwei leben. Er darf da einfach die Wahl sein. Heiler. Boah. Der sieht da gar nichts ab. Oder Giftschaden. Also nicht Gift, aber Blut. Das ist immer Giftschaden. Weißt du? So, oh mein Gott, und davon werden noch ganz viele hier kommen, ne? Stimmt, so habe ich recht. Fallout. Spaß für die ganze Familie. Mein Gott, warum habe ich jetzt in letzter Zeit, ich habe doch so ein Magazin so aufgenommen, meine Chance war besser und ich, trotzdem kriege ich das hier nicht hin. Wie schön. Schon wieder Propaganda. Überall, wo ich hingehe. Du, hilf mir. Fred. Beats, Rasse, Slave, verdammt. Snarre, Liast, Salze, Twang. Danke. Ja, mach weit. Töte irgendwas. Du bist ganz unten und die Gegner sind alle oben, also wird das nichts bringen. Hallo. Ja. So, ja, noch besser als das Schloss knacken. Sie sehen uns Oblivion oder Elder Scrolls Online. Und ich mal gucken, ob ich irgendwann mal ein paar das von, wenn nicht Spoiler. Das, ich versuche mal so in dieser Woche irgendwas hochzuladen. Das war nur weh. Hallo. Mach da Teil. Nähern Sie sich und geben Sie sich zu erkennen. Rechtschaffenen Bürgern wird kein Zeit geschehen. Mach das Ding. Safe geöffnet, oder wie? Kein Plan. So, warte mal, hallo? Ha, ha. Guck mal, wie viele Dinger zum Öffnen sind. Da gehen wir nach, kann man bestimmt unter 100, obwohl ich mal 300 habe. Cool. Oh, hier ist Ding, macht mir jetzt so ein Ding kaputt.
So einfach. Geschafft. Vielleicht sind da zwei Meister Saves. Hätte ruhig eine Wackelprobe oder eine Zeitschrift sein können, weil das war, weiß ich nicht, die Sachen, die sich lohnen würde, so was zu verstecken. So unauffällige Sachen, über die man nicht so stolpert. Ja, so gut versteckte Sachen sollten auch gut belohnt werden. Das ist leider im Spiel nicht der Fall. Cool. Boah. Wie schön. Das ist genau das gleiche dann. Ja, er hat wahrscheinlich hier alles geöffnet, ne? Der Schlüssel. Nur alles per Hand geöffnet, hallo? Ne, ich dachte, technisches Dokument stand da. So, hier haben wir schon mal alles. Gut. Der ist noch nicht mal hier hoch geschafft, ohne zu falken. Meine Güte. So schlecht. Na, da unten geht's auch unter, oder? Nö. Ja. Ja, aus wie ein Zeitschriftenladen. Das ist bestimmt irgendwo eine Zeitschrift. Ich mach mal euch da oben mal platt. Geht mir bestimmt noch auf den Nerv nach einer Zeit, ne? Boah, bis ich hier alles gefunden hab, ne? So, ewig. Boah, schon wieder ein Kriegsfürst, ey. Langsam ist doch mal genug. Hey. Kann man normale irgendwie auftauchen? So normale Supermutanten? Aua. Kannst du das eigentlich machen? Dann muss mein Fettmann aber jetzt hin, dann würde ich den nur noch hier rumwalfen. Das klingt nach links sogar noch. Hätte ich Atoms Urteil und den Ripper dabei, dann wärt ihr alle tot. Und ich hätte so keine AP verloren und Stimpaks. Jetzt macht es mir hier so richtig nervig. Unangenehm. Ja. Ah! Schon wieder ein Kriegsfehler. Gibt's jetzt einfach nicht. Wenn man locker bleiben hier mit eurem. Der da hinten auch ein Kriegsfehler ist, ne? Wenn es vorbeiläuft. Aber willst du mich verarschen? Was ist das für ein übermächtiger Trupp hier drin, ne? Das ist ein Vollstrecker, sind die noch stärker? Ich weiß es gar nicht. Da kommt ja gar kein Schaden. Was? Kannst du mir mal so was schon sagen? Ja, hinten ist ein Vollstrecker und der ist ein Kriegsfürst, glaube ich. Ah, verreckt bitte. Dann immer noch mal. Danke. Wenn die mal wenigstens ein bisschen mehr Erfahrungspunkte geben könnten, ne? Oh nein. Oh, noch ein Krieger. Hey. Die eigentlich genommen, ne? Ja, noch ein Kriegsfürst, ey. Kriegsherr, Kriegsführer. Aua. Was? Oh. Mal in Sicherheit gehen. Show. Was ist das denn? Gar nichts. Okay, dann würde ich mal sagen, ich bleib erstmal hier unten. Boah, ich wollte nicht den Superman mitnehmen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle, als ich zuschauen. Und sag tschüss, bis zur nächsten Folge.